So, der letzte Slot für heute. Zu Gast ist der Robert Forstner von der Simplan AG. Wir haben ja eben in dem Beitrag zuvor von Christian Bartholomei und von Sebastian Reimers gesehen, dass sie nur mit Brown Paper gearbeitet haben. Und Robert, du hast ein Thema, Wertstromanalyse, das ja traditionell auf Brown Paper gemacht wird, das sicherlich viele Vorteile hat, aber natürlich im Zuge der Digitalisierung gibt es mittlerweile, und du stellst uns eine davon vor, halt eben auch die Möglichkeit, eine Wertstromanalyse app-basiert zu machen. Mhm. Das ist aus ganz unterschiedlicher Sichtweise spannend. Und insofern freue ich mich, Robert, dass du uns da ein bisschen Einblick gibst in eure Lösung, in eine von den vielen Lösungen, die ihr im Kontext zu Lean habt bei der Simplan AG. Du hast so 30, 35 Minuten Zeit. Die Leute, die uns zugucken im Livestream, ihr könnt logischerweise die Fragen jetzt, sofern irgendwelche auftauchen, ins Chat einstellen, und der Robert steht euch dann ab circa 17:50 in der Zoom nochmal zur Verfügung. Insofern, Robert, sind wir alle gespannt auf das, was du uns zu zeigen hast. Bühne frei für dich. Ja, vielen Dank für die netten Worte, Ralf. Dann darf ich alle auch herzlich zu meinem Kurzvortrag begrüßen, zur app-basierten Wertstromanalyse und Simulation mit SimVSM. Noch zu meiner Person. Ich bin Robert Forstner bei der Simplan AG Regensburg am Standort. Seit 2016 war aber davor auch schon in diversen studentischen Rollen, also schon seit einigen Jahren im Unternehmen. Beschäftige mich hauptsächlich mit Simulationen in Intralogistik und eben auch mit Wertstromsimulation und auch Toolentwicklung für Wertstromanalyse. Genau, vielleicht noch kurz als große Schlagworte vorneweg, wie es gerade angemerkt worden ist. Also wir haben schon oft mal gesehen, dass Wertstromanalyse mit Brown Paper manuell mit Stift und Zettel gemacht wird, das skizziert wird. Aber im Zuge von der Digitalisierung ist es halt immer auch öfter mal mit dem Schlagwort versehen, ich will das Ganze digitalisieren, ich will vielleicht kooperativ zusammenarbeiten, ich will das unternehmensweit standardisieren auf plattformübergreifenden Apps und Programmen. Und da würde ich Ihnen und euch vielleicht heute einfach ein Beispiel zeigen, was wir im Portfolio haben und was wir entwickelt haben, um eben das ein bisschen zu erleichtern und auch den Schritt zur Simulation hin ein bisschen einfacher zu gestalten. Vielleicht ein paar Schlagworte für meinen kurzen Vortrag. Ich werde noch kurz Simplan vorstellen. Wir sind das erste Mal bei Lean Around the Clock dabei, falls uns jemand noch nicht kennt, was wir generell machen. Dann würde ich kurz ein paar Worte zur Einführung von SimVSM verlieren. Also das heißt, welches Konzept steht dahinter, wie ist die generelle Einordnung zum Wertstrommanagement, und eben ein paar Vorteile vor Digitalisierung einfach mal zeigen, auf Folien basiert, und dann auch können wir ins Programm einsteigen. Also das heißt, ich habe das Programm und einen lokalen Server bei mir laufen, kann es mal zeigen, wie das Handling grob ausschaut und wie man da im Prinzip so Simulationen antriggern kann. Ich kann dann noch im Ausblick vielleicht noch auf so neue Forschungsströmungen eingehen, Wertstrom 4.0, wie auch Informationsflüsse digitalisiert, dokumentiert und aufbereitet werden können, und das als neues Plugin im Prinzip von so einer App auch vorzustellen. Abschließend noch ein paar Informationen und eben Fragerunde, je nachdem, wie es technisch möglich ist, oder dann im Anschluss. Genau, kurz zur Simplan AG. Wir sind hauptsächlich ein Beratungsunternehmen für Interlogistik, Produktion, alle interlogistischen Themen, die wir da auch betrachten, oder auch Zwischenfabriken, also das heißt Supply Chain, können wir auch beraten. Und da ist sicherlich einer der größten Bereiche, da Simulationsdienstleistungen anzubieten. Also das heißt, wir sind von der Personenstärke sicher der größte Anbieter in Deutschland und europaweit für dynamische Bewertungen, sei es jetzt Simulationsmodellerstellungen, Studien oder auch Emulationen oder einfach nur reine Visualisierungen. Also das heißt, die digitale Fabrikwelt
ganzheitlich für den Kunden zu unterstützen. Also das heißt von vorne weg bis hin auch zur Realisierung im Betrieb. Also das heißt auch später in den Betrieb Simulationen im Alltag als Unterstützung einzusetzen oder auch Optimierungsmodelle für gewisse Anlagen zu customizen und zu implementieren. Und da ist eben immer die Ganzheitlichkeit im Blick. Was wir auch immer im Blick haben, ist Forschung mit diversen Forschungsprojekten, mit diversen Unis auch deutschlandweit und europaweit. Und da ist eben hier ein Ausblick oder die Software, die ich da heute vorstelle, ist dann eben ein Produkt davon. Also das heißt, das ist eine Kombination aus Modellierung, um eben das mit Modellierung und Simulation zu verbinden, als Beispiel einer unserer IT- und Softwareentwicklungen, die auch ihren Ursprung in Forschung hatte. Genau, noch ein paar Kennzahlen zur Simplan AG. Wir sind in Deutschland hauptsächlich vertreten mit diversen Standorten, auch ganz deutschlandweit, von Bremen, Stuttgart, München, überall verteilt. Wir haben in Österreich noch Niederlassungen und auch in China. Wachstum war eigentlich immer konstant die letzten fast 30 Jahren, sodass wir mittlerweile fast 130 Mitarbeiter haben mit knapp 17 Millionen Umsatz. Also das heißt, mittelständisches Unternehmen, aber in dem speziellen Bereich für dynamische Prozessanalyse, Simulation oder Beratung sind wir da einer der führenden in Deutschland und Europa. Genau. Das soweit zur Simplan AG. Dann mal schon zu SimVSM und die Einordnung ins Wertstrommanagement generell als Einführung. Wie die meisten wahrscheinlich schon kennen oder die sich mit Wertstrom beschäftigen, ist Wertstrom meistens im Doing in drei Phasen unterteilt, das dann auch iterierendes, um eben Zyklen für Verbesserungen zu generieren. Aber oft ist es halt so, man hat eine Wertstromanalyse, also das heißt, ich muss den Ist-Zustand von meiner Fabrik und von meinem Shopfloor entsprechend darstellen. Das Ganze macht man dann mit standardisierten Icons, dass man sagt, gewisse Funktionseigenschaften werden gekapselt mit einer gewissen Icon abgebildet. Und da kann man sich zum Beispiel orientieren an roter Schuck oder andere Unternehmen haben dann vielleicht eigene Ausprägungen oder eigene Erweiterungen, um das eben gekapselt auf einzelne Funktionen runtergebrochen darzustellen. Und was man dann macht, ist, man verändert vielleicht einzelne Parameter von Stationen oder man verändert Struktureigenschaften von einem Shopfloor, also das heißt die Zusammensetzung von Objekten, man verändert vielleicht Steuerungsparameter, um eben da gewisse Probleme, die man da erkannt hat, eben in einem Sollzustand zu analysieren und eben entsprechend anzupassen, dass man sagt, das ist der Zustand, da wo wir hinwollen. Und eben abschließend dann das Ganze, wie kommen wir da hin oder wann werden die Schritte umgesetzt, um das entsprechend planen zu können. Und wie schon gesagt worden ist in der Einleitung, ist es sehr oft bisher gemacht worden mit einer Brown Paper Wertstromtafel, wo manuell reingezeichnet worden ist. Hier abgebildet ist jetzt vielleicht schon Schritt weiter, dass man nicht immer alles manuell zeichnen muss, sondern dass man vielleicht schon so vorskizzierte Icons als Papier hat und die man nur noch ansticken muss und dann drüber zeichnet entsprechend und dann vielleicht einzelne Optimierungspotenziale per Hand noch entsprechend einträgt. Und was jetzt da der Ansinnen war oder das Ansinnen von der Entwicklung ist, entsprechend die ersten zwei Phasen da zu digitalisieren. Also das heißt, die Wertstromanalyse ist Aufnahme zu digitalisieren mit diesen standardisierten Icons und auch den Wertstromdesign entsprechend zu digitalisieren, um das alles nicht mehr im Brown Paper zu haben, sondern direkt in einer App touch-optimiert entsprechend so erstellen zu können. Und wo dann unser weiteres Know-how noch reinspielt ist, wir wollten das dann auch noch zusätzlich mehr mit Wertstromsimulation unterstützen. Also das heißt, sowohl den aktuellen Zustand mit einer Simulation abzudecken, dass man sagt, okay, können wir das so im Simulationsmodell abdecken und was würden Änderungen bedeuten, um solche Alternativen eben direkt vergleichen zu können. Also das heißt, aktuell sieht unsere Fabrik so aus, was würde dann passieren, wenn wir einzelne Parameter ändern? Können wir zum Beispiel die Verfügbarkeit entsprechend hoch runterschrauben? Was hat das dann für Auswirkungen? Und das Ganze dann eben über die Dynamik, also über die Zeit, nicht nur aggregierte Werte zu haben. Also das heißt, ich habe jetzt eine Momentaufnahme, mache eine aggregierte Durchschnittsberechnung für Ausbalancierung von Zykluszeiten etc., sondern ich will wirklich über die Zeit ein Verhalten haben, wie ist zum Beispiel der Bestand im Lager, geht der hoch und geht der runter, wie verhält sich das einfach über die Zeit.
Und da haben wir eben einen Wertstrom oder ein Simulationskonzept im Prinzip im Hintergrund, das dann ein Mapping entsprechend ermöglicht. Und dies wird dann alles integriert in einer App unterstützt. Also das heißt sowohl die Digitalisierung der Objekte als auch dann die integrierte Simulation mit Ergebnisrückmeldung. Genau, soweit mal zur Einordnung. Vielleicht noch ein paar Worte zur Digitalisierung. Wie ich schon vielleicht kurz angedeutet habe, ist, bei Wertstrommodellierungen hat man immer aggregierte Funktionseinheiten, die als Icons gekapselt werden und dann zusätzlich noch mit Parametern entsprechend versehen werden. Was wir dann jetzt im Prinzip hier gemacht haben, ist einfach eine App zu machen, wo ein Konzept für Modellierungsprojekte drin ist. In diesen Projekten gibt es Modellierungsflächen und da kann man per Drag-and-Drop von der Toolbox einfach seine gekapselten Funktionsobjekte reinziehen. Also das heißt, ich will jetzt zum Beispiel anstatt von einem Blatt Papier an einer gewissen Stelle will ich jetzt da einen Supermarkt reinziehen, einen Prozess reinziehen oder ein Inventory reinziehen. Dann mache ich das per Drag-and-Drop, touch-optimiert, ziehe ich das rein, verbinde meine Objekte und habe dann eine digitalisierte Abbildung, ähnlich wie es zu anderen Modellierungstools wäre. Zusätzlich zu den Objekten haben wir dann auch Parametern. Und was wir auch besonders darauf geachtet haben, ist die Variabilität. Also das heißt, wir können sowohl die Toolbox mit Icons als auch sämtliche Parameter auf Unternehmen anpassen, weil nämlich das oft ein sehr gewünschter Punkt war, dass man zumindest eigene Icons einbringen kann, eigene Bezeichnungen für gewisse Parameter oder auch eigene Parameterlisten entsprechend hier hinterlegen kann. Also das heißt, wir sind da flexibel auch im Aufbau, um das entsprechend an Unternehmen anpassen zu können. Genau, ich hätte dann noch ein paar Vorteile von der Digitalisierung einfach als Auszug mal noch mitgenommen, um das zu verdeutlichen. Den ersten habe ich ja schon angedeutet, dass große Unternehmen vielleicht unterschiedliche Abteilungen haben, die jeweils schon vorgeprescht sind oder eigene Art zum Modellieren haben. Da war immer ein große Anforderungen an uns bei globalen Unternehmen oder auch bei größeren Unternehmen, dass die da einen gewissen Standard durchsetzen. Also das heißt, Papier ist ja geduldig, also das heißt, man kann vieles hinschreiben, aber dass man einfach mal einen standardisierten Weg hat, um seine Wertströme aufzuzeichnen, dass man sagt, alle verwenden einfach einen gewissen Iconsatz, der abgestimmt wird oder einen gewissen Prozess oder eine gewisse Prozessparameterliste. Genauso, was halt die Digitalisierung ermöglicht, ist zum Beispiel funktionsspezifische Icons zu hinterlegen. Sei es jetzt für einen Prozess, ist es ein einfacher Prozess, ist es ein Parallelprozess, ist es vielleicht sogar eine Montage für zusammenführende Elemente oder für Transporte, dass man sagt, ist es jetzt Transport, Flugzeug, ist es innerbetrieblich, ist es eine Förderstrecke. Also das heißt, dass man auch automatisch einfach so eine schickere Oberfläche hat, um eben das noch realitätsgetreuer entsprechend darstellen zu können. Was natürlich dann auch ein großer Vorteil ist, wenn man das schon digitalisiert hat, ist einfach die Aufbereitung. Also normalerweise wird man das manuell so aufzeichnen und dann noch ein paar Kennzahlen ausrechnen. Also das heißt, geht an vom Kundentakt, Kundentaktberechnung runter bis zum Prozess, Kundentakt. Also das heißt, welche Kennzahlen bräuchten wir für die Prozesse, um das auszubalancieren und auch diese Fieberkurve für die statische Durchlaufzeitberechnung. Dass man sagt, wie lange wäre jetzt die Reichweite von einem Lager, was ist die Durchlaufzeitberechnung von einem einzelnen Prozess, um das dann am Wertstrom technisch aufzubereiten. Und das ist bei einer Digitalisierung eben vollautomatisch. Also das heißt, mit Verschiebung von Objekten werden die automatisch angepasst, mit Anpassung von Parametern werden die Berechnungen angepasst. Also das heißt, das ist alles Zeit, dass man sich entsprechend sparen kann. Gut, und was natürlich dann noch bei der Digitalisierung hilft, ist einfach Zusatzfunktionen. Also das heißt, man hat gewisse Möglichkeiten beim manuellen Aufnehmen oder bei der Dokumentation. Aber grundsätzlich, wenn es dann später nochmal sauber aufbereitet werden muss, hat man immer eine gewisse Lücke, die halt die Digitalisierung schließen kann. Also das eine ist, was wir oft als interessanten Punkt hatten, dass man einfach für Zeitparameter, die man dann bei den Objekten hinterlegt, dass man die einfach mitmessen kann, wenn man mit einer App plattformübergreifend einfach durch den Shopfloor läuft, einfach seine Messreihen aufnimmt und die abspeichert und entsprechend hinterlegt. Oder dass man sagt, man geht jetzt durch den Shopfloor und sagt, zu diesem Objekt nehme ich jetzt noch explizite Bilder auf. Also das ist hier nur schematisch, aber dass man sagt, hinterlegt im Objekt und selektiv aufrufbar,
speichere jetzt ich jetzt da ein Bild oder nehme ein Bild auf, dass sich die Leute das mal anschauen können oder dass man vielleicht einen Problemfall aufzeichnet. Also das heißt, dass man sagt, ich habe jetzt da vielleicht eine Lagerkonfiguration etc., dass man einfach ein Bild hinterlegen kann und da ein bisschen Leben reinbringt oder auch einfach nur Links zu hinterlegen. Also das heißt, ein Link zu einem PDF, zu einer Maschinenspezifikation, Link zu einem PDF, zu einem Wartungsplan etc., dass im Prinzip der Wertstrom auch ein lebendes Begleitdokument wird. Also das heißt, dass Mitarbeiter da über den Lifecycle da hinaus, also nicht nur für die Konzeption am Anfang, sondern auch für die Wartung im späteren Bereich, einfach da Dokumente verlinken oder hinterlegen, dass man sagt, okay, gewisse Informationen können wir da einfach abrufen und wenn wir was brauchen oder was nachschlagen wollen, dann schauen wir im Wertstrom nach. War ja jetzt so bei Brown Paper oder bei der manuellen Anwendung entsprechend auch nicht unbedingt möglich. Genau, und was vielleicht noch eine spezifische Erweiterung ist, weil wir eben auch mit Simulationen im Hintergrund arbeiten, also das heißt noch mit diversen Erweiterungen, was jetzt über normale, statische, aggregierte Funktionen oder Durchschnittsfunktionen hinausgeht, ist so zum Beispiel so ein Multiprodukt-Support. Also das heißt, wir können mehrere Produkte im Wertstrom anlegen und die auch entsprechend hinterlegen, als Gegensatz zu einer aggregierten Betrachtung von einer Produktfamilie, dass man sagt, 1 bis 5, 1 bis 10 oder 100 Produkte werden zu einer Produktfamilie zusammengefasst und die fließen ungefähr alle über dieselben Maschinen und haben ungefähr dieselben Zykluszeiten. Was wir jetzt machen können, ist explizit Produkte anlegen und die auch zuweisen mit spezifischen Parametern. Das heißt, welcher Kunde fragt welche Produkte an, welche Materialflussobjekte fragen oder bearbeiten welche Produkte mit welchen Stationen. Also das heißt, wir können dann auch sagen, ein produktspezifischer Materialfluss durch die Stationen durch mit produktspezifischen Attributen. Also das heißt, Produkt A braucht zum Beispiel 5 Sekunden an Station A, Produkt B braucht dann vielleicht 7 Sekunden, weil es leicht anders ist. Genauso mit Übergängen oder Zugängen. Und so sieht man halt einfach als Beispiel jetzt hier mal einen Screenshot von der App, dass man sagt, man modelliert jetzt einfach den Wertstrom von links nach rechts, von Supplier bis Customer. Braun ist dann hier immer der Materialfluss und blau ist jetzt hier der Informationsflussweitergabe und sagt, okay, man hat jetzt hier im linken Bereich vielleicht ein Rohprodukt, irgendein Produkt X. Das geht dann zu Produkten A, B oder C über, wird dann entsprechend noch bearbeitet und dann hat man noch ein Kombinationsprodukt daraus mit entsprechenden Verbau- oder Zuordnungsrestriktionen. Und die ganzen Produkte werden am Kunden dann entsprechend auch angefragt. Die können jetzt unterschiedliche Anfragezyklen, unterschiedliche Anfragemengen haben, die können unterschiedliche Bearbeitungszeiten haben in den einzelnen Stationen und auch entsprechend unterschiedlich zugeordnet werden, inklusive dann natürlich auch mit Verbaumengen. Also das heißt, dass man zum Beispiel 2 Produkte von einem Rohprodukt an einem Produkt dann entsprechend in einem Prozess verbauen muss. Hat natürlich dann auch wieder realitätsnähere Einflüsse in der Dokumentation oder Parametrierung, dass man zum Beispiel sagt, ich will jetzt eine gewisse Sequenz an Aufträgen A, B oder C zum Beispiel bei Milling hier eintragen. Dass man sagt, okay, was hat jetzt da eine gewisse Einplanungssequenz für eine Auswirkung zum Beispiel auf meine Rüstbelegung oder auf die spätere Belegung im System. Also das heißt, das sind einfach Parametrierungen, die wir vielleicht von der Simulationsmeld eher gewohnt sind, auf Wertstrom gemappt, um das eben ein bisschen realitätsnäher in der Wertstromwelt noch aggregiert abbilden zu können. Genau. Gut, das waren vielleicht ein paar Erweiterungen dazu noch. Ich hätte noch kurz eine generelle Beschreibung von einem technischen Architekturkonzept dabei, bevor wir dann wirklich in die App selber schauen. Was wir jetzt bisher besprochen hatten oder was ich schon in Auszügen gezeigt habe mit dem Frontend-Screenshots, das wäre im Prinzip einfach immer eine lokale Installation, sei es jetzt auf einem Tablet, sei es jetzt auf einem PC, auf unterschiedlichen Plattformen, können wir eine einheitliche Visualisierung im Prinzip garantieren und dann kann man lokal einfach modellieren, wie es zum Beispiel, ja, wie man es auf Brown Paper oder vielleicht mit einer Dokumentationsroutine machen würde, man modelliert das entsprechend einfach, hat da auch normalen klassischen File-Austausch, Import, Export, zu normalen Dateien, genau. Was dann auch möglich ist oder was dann unser Konzept entsprechend noch beinhaltet, ist der Transfer entsprechend ins Backend. Also das heißt,
Wir können da eine Server-Einheit aufmachen mit Web-Services, an die sich die Frontend-Nutzer entsprechend zum Beispiel anmelden können. Über diese Infrastruktur können sie Projekte austauschen. Also das heißt, sobald man was modelliert hat, was angepasst hat, schickt man es einfach in den Server hoch. Alle anderen, die autorisiert sind, was zu sehen, die können das entsprechend einfach wieder runterladen. Genauso gut können wir im Prinzip eine Simulation starten. Also das heißt, wir können die Modellierung und die Parametrierung der einzelnen Objekte können wir nehmen, können wir die kodieren als XML, schicken wir die ins Backend rüber und dann wird da einfach eine Simulation automatisch generisch aufgebaut, basierend auf den Informationen und Parametern, die man im bisherigen Wertstrom schon einfach hinterlegt und eingegeben hat. Und dann wird das dynamisch über die Zeit mit einem mächtigen Materialflusssimulator entsprechend simuliert. Sowohl Materialfluss als auch Informationsfluss abhängig. Das heißt, es wird dann ein Modell aufgebaut, durchgelaufen lassen. Die Informationen werden entsprechend über die Zeit gespeichert und werden dann wieder zurückgeschickt. Das dann im Frontend auch entsprechend hier links schon angedeutet, die Ergebnisse direkt integriert im Frontend da sind. Also das heißt, was der Frontend-Nutzer entsprechend sieht, ist auf Wertstrom zugeschnittene Parameter, die dann auch in der Simulation genutzt werden. Die werden entsprechend zur Simulation geschickt und werden als Ergebnisdaten wieder zurückgesendet. Und das haben wir alles integriert in einem Projekt zusammengefasst, sodass eben der Frontend-Nutzer nur in seiner Wertstromwelt einen limitierten Parametersatz hat und sich nicht in einen komplexen Simulator einarbeiten muss, der sehr mächtig ist, aber vielleicht für Lean-Anwendungen halt noch zu viel Funktionen bietet und da eben hier ein automatisiertes Konzept zu unterstützen. Genau, das wäre es mal zum theoretischen Teil. Ich würde dann einfach mal ins Programm wechseln, also das heißt die Oberfläche zeigen. Das beginnt einfach nur mit einer Anmelderoutine. Da läuft jetzt hier bei mir lokal auch ein Server im Hintergrund, auf den ich mich jetzt im Prinzip anmelden kann. Genau, und was man dann im Prinzip sieht, man checkt eine gewisse Lizenz aus und hat dann erstmal lokal eine Projektübersicht. Also das heißt, ich habe hier mal ein paar Beispielprojekte, die ich sehen kann und habe auch ein paar Serverprojekte, die jetzt da hochgeladen sind, die ich mir jetzt mit runterladen kann. Das sind jetzt alle von mir, weil es ein entsprechendes Demo ist. Aber im Grunde habe ich hier eine Sammlung von Projekten und wenn ich mal so ein Projekt aufmache, dann ist das im Prinzip eine Sammlung von Modellierungsalternativen. Das heißt, ich habe hier eine Modellierungsfläche, kann dann hier auch per Drag and Drop Objekte einsetzen, zum Beispiel hier einen einfachen Prozess. Der geht dann sofort auf. Der Prozess hat dann entsprechend Parameter, die ich hinterlegen kann. Zum Beispiel ist er wertschöpfend, hat er eine gewisse Rüstzeit, hat er eine gewisse Verfügbarkeit, bis hin zu Produktdaten, die wir vorher gesagt haben, die man selektiv entsprechend zuordnen kann. Mit den Objekten, die man dann einsetzt, kann man zum Beispiel Icons bearbeiten. Man kann, wie ich schon gesagt, entsprechend Fotos hinterlegen und auch als Galerie entsprechend dann aufrufen und eben einfach die Parametrierungen hinterlegt auch erweitern. Was wir dann auch unterstützen, ist im Prinzip ein Check von Kantenverbindungen. Also das heißt, dass man Kantenverbindungen so setzen kann, wie es das System im Hintergrund entsprechend erwartet, dass das entsprechend geführt ist. Alles eben touch-optimiert, um das eben plattformübergreifend auch hinzubekommen. Also das heißt, sowohl am Tablet als auch eben am PC, wie es ich jetzt mache, entsprechend zu unterstützen. Und wenn man jetzt hier die links die Toolbox mal anschaut, dann sieht man da diverse Objekte, die man einsetzen kann, von Produktionsplanungs- und Steuerungssystem als zentrales Element, von Zulieferer über Kunde bis hin zu diversen Prozessobjekten, sei es jetzt ein einfacher Prozessobjekt oder vielleicht ein Prozessobjekt, der ein Durchlaufprozess ist. Also das heißt, Zykluszeit kleiner wie die Komplettdurchlaufzeit ist, wie zum Beispiel ein Ofenobjekt etc. Man hat dann Lager, Transportobjekte, die man einfach einsetzen kann und auch entsprechend, wie schon vorher angedeutet, die Icons wechseln kann. Also das heißt, entsprechend einfach realitätsnäher etc. Darstellen, auch in der Größe bearbeitbar. Also wie man es von einem Modellierungstool vielleicht kennt oder erwartet im anderen Kontext. Genau, dann vielleicht noch ein paar Sonderobjekte, aber im Grunde geht es darum, dass es entsprechend per Drag and Drop eingesetzt wird. Und was man dann machen kann, ist entsprechend, ich habe hier eine Alternative mit ein paar Parametern. Das ist jetzt hier ein Beispiel mit
ja, eine Kombination aus Zykluszeit und Störung mit relativ geringer Verfügbarkeit, aber dafür schneller Zykluszeit. Das kann ich jetzt mal zur Simulation schicken. Und was jetzt da im Hintergrund automatisch aufgeht bei mir am Server, ist da ein Simulationsmodell. Also das heißt, ich habe jetzt hier Plant Simulation aufgemacht, habe hier jetzt automatisch eine Simulation im Hintergrund am Laufen. Und alles, was der Frontend-Nutzer sehen würde, ist im Prinzip seine Umgebung mit seinen Parametern und entsprechender Angabe, wie ich hier simuliert habe. Das Ganze wäre zum Simulieren auch in Parallel möglich. Also das heißt, wenn ich hier mehrere Alternativen habe, zum Beispiel für Soll-Konzept 1, Soll-Konzept 2, dass ich im Prinzip hier zwischen Alternativen hin und her wechsle und dann vielleicht sage, okay, hier ist jetzt meine Alternative auf diesem Parametersatz und entsprechend hier auf einem zweiten Parametersatz. Und was man machen kann, neben diesen statischen Analysen, die ja hier im Frontend schon automatisch berechnet werden, ist eben hier so eine Simulationsauslastung anzuzeigen. Also das heißt, wie lange sind Maschinen zum Beispiel gestört, blockiert gewesen, einfach über die Simulationszeit im Tagesverlauf oder Stundenverlauf. Also wie lange war jetzt zum Beispiel hier ein Rüstanteil, wie lange war jetzt hier ein Arbeitsanteil, einfach nur als Simulationsparameter über die Zeit betrachtet. Zum Beispiel auch eine Angabe, welcher Prozess war jetzt hier mein Engpass oder eben das Dynamische komplett vorzustellen. Das ist zum Beispiel Bestandsstatistik. Also das heißt, wie hat sich ein Produkt verhalten über zwei Tage oder entsprechend über nur einen Tag? Also das heißt, wie hat man hier Veränderungen getroffen? Genau, ich kann vielleicht mal noch ein Beispiel zeigen, das ein bisschen komplexer ist als das eine. Das wäre zum Beispiel sowas hier. Dann sieht man schon, man hat hier diverse Möglichkeiten, um eben Anmerkungen zu machen, Kanten entsprechend zu gestalten oder eben auch so Sonderfälle zu konzipieren, dass man zum Beispiel sagt, man hat jetzt hier Rework-Prozesse, die jetzt irgendwie Sonderfälle sind, also eben Nacharbeitszyklen etc. Oder dass man einfach Anmerkungen hinterlegt oder zum Beispiel hier auch, habe ich glaube ich schon Bilder hinterlegt. Also das heißt, genau, dass man einfach mal zu einem Objekt so hinterlegen kann, wie sind hier Informationen hinterlegt, wie sind hier zusätzliche Links entsprechend hinterlegt. Genau. Ich würde jetzt vielleicht noch Anbetracht der Zeit noch einen kurzen Ausblick auf Wertstrom 4.0 geben, das auch eine Erweiterung ist von der Frontend-Implementierung. Das heißt, Wertstrom 4.0 ist ja schon seit einer gewissen Zeit auch in der Forschung aktiv, also ist in der Forschung behandelt, dass eben die bisherige Dokumentation von Informationsfluss und auch mit der Digitalisierung die Dokumentation des Informationsflusses nicht unbedingt ausreichend ist. Man hat ja hier zum Beispiel nur Angaben, welche Maschinen werden entsprechend gesteuert oder wie hat man die Orderweitergabe zu Maschinen. Aber wann passiert das? Vielleicht, wie werden weitere Daten da verwaltet? Also das heißt, wie bekommt man da ist Gutteile, wie viel Ausschuss hat man entsprechend. Also das heißt, das sind Daten, die man dann hier vielleicht noch nicht so standardisiert aufbereiten kann. Und Wertstrom 4.0 ist dann im Prinzip eine Forschungsrichtung, die sich da um ein Schema bemüht hat, um das zu standardisieren, um eben Informationsflüsse oder Informationsströme zu klassifizieren. Das ist zum Beispiel manuell, automatisch oder hat man ein Abfrageintervall. Hat man im Prinzip ein Mapping, also das heißt Parameter von einem Prozess, gibt es da Informationsströme, die man dokumentieren will mit Richtungen und hat man die eben noch eine Verwendung oder Nutzung von Daten. Also das heißt, sind Daten, die auch elektronisch verwendet oder die elektronisch anfallen und auch generiert werden, werden die auch entsprechend sinnvoll verwendet. Um das vielleicht noch kurz schematisch darzustellen, habe ich mal noch einen kleinen Screenshot mitgebracht, wie das dann aussieht. Also grundsätzlich ist es ähnlich auch in Kasten in der Modellierung so aufgebaut, dass oben angeordnet horizontal sämtliche Prozesse und auch Supermärkte angeordnet werden mit einer vertikalen Anordnung von Parametern. Sei es jetzt zum Beispiel Daten für Auftrag, Rüstzeiten, Zykluszeiten, Verfügbarkeiten. Das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Entsprechend mit Klassifizierungen, Intervall einmal
pro Monat oder pro Woche oder pro Tag. Also das heißt, ist es automatisch, ist es nicht automatisch, dass man einfach solche Informationsflussströme klassifiziert und eben noch genauer angeben kann. Und was dann darunter noch gemacht wird, ist ein Swimline-Mapping. Zum einen für ein Speichermedium und zum zweiten für die Nutzung. Das Speichermedium gibt dann im Prinzip an, den Informationsfluss pro Parameter mit Richtung entsprechend auch in diesen Swimlines. Also das heißt, zum Beispiel ein ERP-System gibt einen Auftrag zu der Maschine rein. In der nächsten Maschine würde dann der Auftrag vom Papier reinkommen, dann wäre das jetzt schon mal ein typischer Beispiel für einen Strukturbruch, der jetzt als Extrembeispiel dienen soll. Aber auch, was man dann entsprechend auch noch machen kann, ist die Nutzung. Also das heißt, wenn wir da Gutmengen rausgeben oder Verfügbarkeiten etc. einfach rausgeben, die Maschine ist so neu, dass wir sowas speichern können und es liegt bei uns irgendwo am ERP-System, dann ist die Frage, ja, wer nutzt das überhaupt? Ist das genutzt im Qualitätsmanagement, Prozessregelung oder Fertigungsleitung oder auch bei spezifischen entsprechenden Swimlines, die man dann noch selbst hinzufügen kann? Hat das vielleicht was zu tun mit Predictive Maintenance etc.? Also das heißt, hier kann man eben mit einer so einer erweiterten Informationsflussanalyse darstellen, wie Informationen weitergereicht werden, wie sie verwendet werden und ist dann vielleicht eine Verschwendung von Informationen da, ungenutztes Potenzial da oder hat man vielleicht Strukturbrüche, um das dann in der großen neuen Welt von Wertstrom oder Industrie 4.0 oder der Digitalisierung dann noch ein bisschen genauer rauszufiltern und vielleicht noch ungenutzte Potenziale oder vielleicht noch Schwachstellen zu analysieren. Genau. Gut, dann denke ich, sollte ich da eine halbe Stunde hinbekommen haben. Vielleicht noch als abschließende Information, was ich jetzt vorgestellt habe als Pro-Version mit der kompletten Architektur gibt es auch als kostenlose oder mit geringem Entgelt dann noch eine limitierte und mit geringem Entgelt dann weniger limitierte Frontend-Version ohne das Simulations-Backend oder das Backend für Projekt- und Nutzerverwaltung. Das kann man einfach in den App-Stores in allen einfach mal suchen, runterladen und dann einfach mal das Handling ausprobieren. Also wie gesagt, ist kostenlos und wenn dann Interesse ist an SimVSM Pro oder generell an Support für diese Art von Wertstrommodellierung und auch Simulation, können wir gerne auch eine Testversion mit initialem Support oder ohne vereinbaren. Da kann man gerne auf mich zukommen. Genau. Wenn dann sonst noch Fragen sind, gerne auch im Nachgang per Mail oder telefonisch kann man mich gerne erreichen. Oder wir wechseln dann nach den jetzigen Fragen, wenn es welche gibt, noch in diesen zweiten Zoom-Chat. Dann schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und falls noch Fragen sind, gerne. Ja, Robert, vielen Dank. Und es gibt in der Tat Fragen. Vielleicht lässt du für einen Moment noch die letzte Folie, wo deine Kontaktdaten zu sehen sind, drauf ja. Und wechselt ja. Dann so in 3, 4, 5 Minuten in die normale Ansicht. Eine Frage, die der Sebastian Blenkers gestellt hat, hast du quasi schon beantwortet. Der fragt nämlich und leitet ein mit sorry für die Direktheit, aber Doppelpunkt, was kostet das? Ja, also wir haben freie Versionen, die man im Prinzip ohne Backend nutzen kann. Also das heißt, das ist für Unternehmen im überschaubaren Bereich und mehr symbolisch. Wenn es dann mit Simulationen geht, dann kann man sicher ein Paket schnüren, das dann so in ja, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber je nach Skalierung dann vielleicht so bei 10.000 sowas anfängt. Also das ist ja für Unternehmensanwendungen orientiert. Mhm. Also das heißt, wenn man da eine eigene Backend dann im Prinzip braucht, entsprechend mit SIM-Controller und Simulationslizenz, wenn man das dann vollumfänglich nutzen kann, ist das dann ein bisschen höher. Aber ich denke, das ist auch... Jetzt ist ja ein Teil unserer Lean Freaks sind ja entweder beschäftigt in einer Beratungsorganisation oder sind gar selbstständig. Und dann geht meine Frage dahingehend und weiß gar nicht, ob ihr dafür eine Lösung habt. Die Wertstromanalyse ist ja gerne auch ein Mittel für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Beratungswelt unterwegs sind. Ja. Du hast ja ziemlich deutlich auch gemacht, dass es eben nicht nur eine App ist und
eine USP oder die USP von Simplan ist, wie man es ja schon im Firmennamen vermuten könnte, Simulation. Und wer sich auf eurer Website rumtreibt, sieht es ja auch. Ich glaube, ihr habt den einen oder anderen Preis für Simulationen gewonnen und so weiter. Direkt die Frage, habt ihr eine Lösung für die Kolleginnen und Kollegen aus der Beratung, unabhängig davon, ob selbstständig, freiberuflich oder Agenturgeschäft? Also da kann man über jegliches Geschäftsmodell sprechen. Also wir haben auch vielleicht, um das, die internationale Verbreitung mal zu beleuchten, wir haben jetzt auch ein Beratungsunternehmen, das in Italien ansässig ist, mit denen wir zusammenarbeiten. Also das heißt, die machen dann auch Wertstromberatung mit unserem Tool. Also es ist durchaus möglich. Also das heißt, wenn da Interesse besteht, kann man gerne ein Testsystem vereinbaren und dann auch, je nachdem, wie das Hosting Interesse ist, also das heißt, ist das dann das Hosting beim Endkunden oder dann beim Beratungsunternehmen? Das kann naja, man wahrscheinlich wird es, Robert, so sein, dass die App an sich ist ja das eine, aber das, was als Simulation dahinter steckt, ist ja möglicherweise viel interessanter. Also die Frage ging dahin, kann ich mir als Agentur bei euch sozusagen etwas kaufen, mieten und kann das bei verschiedenen Kunden zum Einsatz bringen? Vielleicht habt ihr da selbst noch gar nicht drüber nachgedacht. Also bisher so als Beispiel haben wir es noch nicht, aber das ist durchaus möglich, ja. Okay, also ich nehme jetzt ein Promille für die nächsten 10 Jahre von dem Umsatz, den der macht. Okay, lass uns aber, sind durchaus, die eine oder andere Frage ist da. Der Christoph schreibt, ich muss das jetzt ein bisschen vorlesen und dann bitte entschuldige, dass ich meinen Kopf von dir abwende, weil das ein bisschen länger ist. Hallo Robert, vielen Dank für deine Präsentation. Inwiefern sind auch mathematische Anwendungen innerhalb eurer Software integriert? Konkret, ich stehe häufig vor der Situation, mathematische Verteilfunktionen bestimmter Abläufe zu ermitteln, um im Wertstrom auch eine gewisse statistische Aussagefähigkeit treffen zu können. Gibt SimVSM die Möglichkeit, dies direkt innerhalb der Software durchzuführen? War jetzt ein bisschen viel, weiß nicht, ob du nebenher das Chat auf hast, ob du das da nochmal nachlesen kannst oder ich wiederhole es nochmal. Nee, ich habe es, glaube ich, schon verstanden. Also grundsätzlich, was es für mathematische Analysemodelle, haben wir halt nur erstmal unsere einfachen statischen Kennzahlen, die jetzt da vielleicht nicht weitergehend sind. Das könnte man aber wahrscheinlich auch erweitern, aber wenn es jetzt eher um statistische Absicherung etc. geht, dann geht es ja eher in die Richtung, ich habe jetzt da vielleicht einen Parameter, den ich angenommen habe, mit einer Zufallsverteilung und würde jetzt über die Simulation einfach verschiedene Iterationen durchführen. Also das heißt, die Zufallszahlen iterieren und dann einfach mal schauen, was kommt da im Schnitt raus. Wir sind da, also die Zufallszahlen-Iteration, die haben wir schon drin, aber jetzt für so automatisierte Simulationsreihen, da haben wir natürlich Lösungen, aber jetzt noch nicht integriert in SimVSM. Also ich vermute auch, dass er so in Richtung Aussagewahrscheinlichkeit geht, ne? Ja, also, genau. Also bestimmte statistische Modelle dahinter abgebildet haben möchte. Christoph, genau. Aber wenn wir da falsch liegen, kannst du gerne nochmal ins Chat reinschreiben, ob wir da das getroffen haben. Okay, der Sebastian Blenkers fragt dann nochmal, kann man die Geschäftsprozesse auch noch stärker differenzieren als nur PPS, also Produktionsplanung und Steuerung, Fragezeichen. Könnte man Rüstzeiten stärker differenzieren, zum Beispiel in Form einer Rüstmatrix? Ja, das geht. Also das heißt, ich kann es mal kurz zeigen. Ja, gerne. Es gibt diverse Möglichkeiten, um Aufträge generell zu steuern. Also das heißt, Grundauftrag ist wahrscheinlich meistens immer vom Customer. Also das heißt, ein Customer hat eine gewisse Menge oder Intervall von einem Produkt, das angefragt wird. Dann kann der Order entsprechend über PPS weitergereicht werden, kann aber genauso gut über einen Supermarkt gehen. Also das heißt, ein Supermarkt kann entsprechend nachbestellen. Aber was man auch machen kann, man kann auch, ich glaube, ich habe es in einem anderen Beispiel drin, ich kann es mal hier kurz einfügen, man kann ja auch zum Beispiel so
explizite Angaben machen, in welcher Sequenz gewisse Produkte in welcher Menge bei einer Station eingesteuert werden müssen. Mhm. Das heißt, dann kann man zum Beispiel angeben 50, dann 100, dann 200 etc. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auch auf diese Rüstbelastung. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, eine normale Rüstzeit anzulegen, aber auch eine Rüstmatrix anzulegen, abhängig von den Produkten, die entsprechend hier definiert sind. Das ist jetzt hier nur eins. Aber wenn jetzt hier mehrere Produkte wären, dann könnte man sagen, von A nach B, von A nach C, von A nach D, dass man auch explizit die Rüstmatrixen hinterlegt. Ja, ich glaube, das ist beantwortet. Und der Christoph schreibt, verstanden, Punkt, danke sehr, Ausrufezeichen. Also, okay, super. mehr an Fragen scheint im Moment zumindest im Chat nicht zu sein. Robert, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute sich vielleicht mit dir nochmal in der anderen Zoom austauschen. Wenn niemand da sein sollte, der Sebastian Blenker schreibt dann nochmal top, danke. Wenn jetzt niemand da sein sollte, dann ist das sicherlich kein Desinteresse, aber die Lean-Community hat jetzt in den letzten 4-5 Tagen Druckbetankung und die sind auch froh, dass wir heute statt um 19 Uhr mit dem letzten Vortrag um 17 Uhr begonnen haben. Also nochmal an alle, die jetzt mit dem Robert sich nochmal vertiefend austauschen möchten in die Zoom. Ansonsten könnt dann hier kontaktieren. Ihr könnt aber auch warten, bis die Aufzeichnung da ist oder guckt bei uns auf der Seite. Da sind die Kontaktdaten auch nochmal da. Robert, vielen Dank. Gut. Ich fand es ein spannendes Thema. Also was es ja da jetzt so spannend macht, ist in der Tat, bitte entschuldige, ich möchte damit nicht trivialisieren, nicht nur die bloße App, das ist nett, sondern die Simulation, die dahinter steckt. Und was ich jetzt auch spannend fand, die Rüstmatrix, das ist auch eine coole Geschichte. Insofern, meine Adresse habt ihr für die Provision, die ihr dann die nächsten 10 Jahre jeden Monat verteilt. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, das ist für viele Beratungsagenturen durchaus ein interessanter Punkt, das bei ihren Kunden einzusetzen. Nochmal nicht die App per se, sondern die Simulation, weil damit ja auch gezeigt werden kann, wenn ich einen Verbesserungsprozess eingeführt habe im Vergleich zu vorher. Das hast du, glaube ich, in einer Grafik gezeigt, was da für Potenziale drin waren oder drin sind. Robert, vielen, vielen herzlichen Dank. Du sitzt in Regensburg. Lass es dir gut gehen und vielleicht wird ja euer Ministerpräsident bald noch was mehr oder wie auch immer. Aber schauen wir mal. Genau. Okay. Robert, herzlichen Dank. Dir gute Zeit. Schön, dass du da warst. Euch.